Personalwechsel im Akaplesion Evangelischen Bathildes Krankenhaus in Bad Pyrmont. Dr. Med-Jan Körfer ist neuer Chefarzt der Inneren Medizin. Er tritt die Nachfolge von Dr. Med-Walter Ohrmann an. Ja, Herr Dr. Jan Körfer, Sie sind der neue Chefarzt hier für? Ja, für ganz Bad Pyrmont. Das hört sich schon mal gut an. Hier im Bathildes Krankenhaus, in dem Akaplesion Bathildes Krankenhaus Bad Pyrmont. Und Sie sind Kardiologe von Hause aus? Ja, ich bin Facharzt für Innere Medizin und ich habe die Schwerpunktbezeichnung Kardiologie. Und Akaplesion Krankenhaus, das hat Sie ja schon begleitet. Sie waren in Holzminden, aber als Kardiologe vor allen Dingen in Bad Oeynhausen. Das ist richtig. Ich habe meine erste Ausbildung in Eppendorf in Hamburg gemacht und dann war ich lange Jahre in Bad Oeynhausen. Dann war ich für 4 Jahre in Holzminden und hatte nur eine kleine Stelle in Bad Oeynhausen. Und die letzten 3 Jahre war ich wieder in Bad Oeynhausen und von dort bin ich jetzt gekommen. Ein neuer Mann, ein neues Ziel, das heißt 24 Stunden Katheterbereitschaft. Was kann man sich darunter vorstellen? Also 24 Stunden Herzkatheterbereitschaft heißt akute Infarkte, Hebungsinfarkte, das sind die Infarkte, die sofort behandelt werden müssen, weil mit jeder Minute Herzmuskelgewebe untergeht. Die sollen mittelfristig heißt ab dem Sommer, auch hier behandelt werden. Was wir zurzeit machen, sind die normalen Herzkatheter bei stabiler Angina pectoris, also ein Patient, der unter Belastung Schmerzen hat und wo man eine Engstelle feststellt. Die behandeln wir natürlich tagsüber, aber Notfälle, dafür braucht man eine größere Mannschaft. Und ich bin froh, dass ab Sommer Kollegen von mir aus Bad Oeynhausen hier zum Team nach Bad Pyrmont dazustoßen. Und dann sind wir entsprechend personell so gut aufgestellt, dass wir das in Angriff nehmen. Ja, das ist natürlich ein Nutzen für die Region, ein Stück Sicherheit auch. Sie hatten vorher einen wunderbaren Begriff einprägsam geschildert, Zeit ist Muskel. Was heißt das? Also wenn man sich vorstellt, ein Herzkranzgefäß, also das Gefäß, das den Herzmuskel mit Blut versorgt, ist akut verschlossen. Dann wird ein entsprechender Muskelanteil nicht mehr durchblutet. Und wenn das so bleibt, dann geht dieser Muskel unter und eine Narbe entsteht. Wenn es aber gelingt, das Gefäß schnell wieder zu eröffnen, dann kann dieses ganze Ereignis ohne Folgen, und das heißt ohne Narbe, überstanden werden. Ja, Bad Pyrmont, Akaplesion Krankenhaus, Bathildes Krankenhaus Bad Pyrmont. Wie ist das einzuordnen in der Akaplesion Welt? Das ist ein Krankenhaus mittlerer Größe. Also die Akaplesion Gruppe, wenn man so sagen kann, das ist ja ein Zusammenschluss diakonischer Krankenhäuser. Und ich glaube, das Größte ist Rothenburg-Wümme mit über 800 Betten. Und es gibt auch kleinere Einrichtungen mit im Bereich von 100 Betten. Und ich würde mal sagen, das Bathildes Krankenhaus ist die goldene Mitte. Ja, und da sind wir uns einig, das habe ich vorher auch von Ihnen gehört, das ist mit Sicherheit das am schönsten gelegene. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich hier von der Station 5 aus dem Fenster schaue, ich glaube, dann wird mich jeder andere Chef um diesen Ausblick beneiden.